Hallo und herzlich willkommen auf Electric Drive, dem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Printmagazin. Und wir sind immer noch im Rahmen der ED1000 unterwegs und interviewen gleich die reizende Nicole. Und die erzählt euch eine ganze Menge über Ubitricity, was hinter diesem Zungenbrecher denn auch wohl sich verstecken mag. Und vor allem, was so eine Straßenlaterne, was die eigentlich alles drauf haben könnte. Denn so eine Straßenlaterne, die kann nicht nur Licht bringen, nee, die könnte auch aus dem Schattenparker den Straßenlader machen. Eine wesentliche Aufgabe der modernen Straßenbeleuchtung ist es, die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer in der Nacht zu verbessern. Und künftig könnte noch eine weitere Funktion hinzukommen. Denn aus Laternen werden Ladesäulen. Die Zielgruppe dürfte klar sein. Privatpersonen, die keine Lademöglichkeit auf dem eigenen Grundstück haben oder als Laternenparker im öffentlichen Raum parken. Diese werden ihre Fahrzeuge künftig gerne unter die Laterne stellen, denn die könnten dank des Simple Socket Ladepunkts zur Lademöglichkeit werden. Wir konnten im Rahmen der ED1000 mit Frau Nicole Anhoff-Rosin von Ubitricity sprechen, wie das wohl funktioniert. Damit hallo und herzlich willkommen auf Electric Drive. Doch wer oder was steckt eigentlich hinter dem Namen Ubitricity? Ja, Ubitricity steht für Ubiquitous Electricity. Das bedeutet so viel wie Elektrizität ist überall vorhanden. Im Prinzip müssen wir sie nur noch zugänglich machen für die Elektromobilität und die E-Fahrzeuge, das heißt Steckdosen und Ladepunkte verfügbar machen. Zugegeben, ich musste ganz schön lange üben, um Ubitricity aussprechen zu können. Wie viele Zungenbrecher und Versprecher gibt es denn? Tatsächlich haben wir da eine längere Liste von verschiedenen Versionen, was wir da schon gehört haben. Wenn man es einmal drauf hat, dann geht es Ubiquitous Electricity, kurz Ubitricity. Fassen wir also zusammen. Ubitricity sorgt für einen flächendeckenden Ausbau von öffentlichen Lademöglichkeiten mit kWh-genauer Abrechnung und ist dabei der Ladepunktbetreiber, gleichzeitig der Mobilitätsserviceanbieter und auch der Hardware-Provider. Heute sprechen wir vor allem über UbiCharge. Wie schnell kann ein Laternenmast umgerüstet werden und welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden? Ja, eine Laterne zum Ladepunkt umbauen kommt auf das Produkt an. Wir haben da verschiedene. Das Produkt, was in Großbritannien knapp 4000 Mal schon verbaut ist, ist innerhalb von 60 Minuten umzubauen. Man macht im Prinzip die Mastklappe auf, macht ein paar Löcher da rein, damit die Steckdose durchpasst und macht das Ganze dann im Prinzip wieder zu. 60 Minuten kann man ungefähr einrechnen für die Installation und Aktivierung eines Ladepunkts. In Deutschland haben wir eine andere Lösung, da kommt der Ladepunkt außen an der Laterne dran. Geht im Prinzip genauso schnell, finde ich noch schneller, wenn man nicht die Mastklappe durchbohren muss. Sind bei der Umrüstung denn Erdarbeiten vonnöten? Müssen da neue Stromkabel gelegt werden? Braucht man also schweres Gerät? Nein, das Praktische an der Lösung ist, dass man die vorhandene Infrastruktur nutzt, dass die Kabel in der Laterne nutzbar sind und keine Tieferarbeiten nötig sind. Der Ladepunkt schaltet sich im Prinzip dazwischen, die Mastklappe wird aufgemacht, es wird angedockt, da müssen keine neuen Kabel gelegt werden. Und wie viele Laternen in einer Straße können mit dem Lader ausgerüstet werden? Im Prinzip ist jede Laterne nutzbar. Wichtig ist, dass sie am Straßenrand steht, dort, wo die Autos parken. Genug Elektrizität ist vorhanden. Wir haben da ein ganz tolles Beispiel in London. Die Gegend nennt sich Clapham. Da ist jede Straßenlaterne umgerüstet zum Ladepunkt. Wie viele Laternen haben wir denn in Deutschland? In Deutschland gibt es 10 Millionen Laternen. Die sind natürlich nicht alle so positioniert, dass sie nutzbar sind. Wenn die auf dem Mittelstreifen sind, da können wir nicht parken. Aber da ist deutlich genug Potenzial vorhanden, um einen flächendeckenden Ausbau von Ladeinfrastruktur möglich zu machen. Und das ist ja auch nur eine Lösung, ergänzend zu den anderen Lademöglichkeiten, die aber besonders bequem ist, um dann zu laden, wenn die Autos nachts parken. Wie erfolgt der Ladevorgang? Also wie kann der Ladevorgang gestartet und auch wieder beendet werden? Ja, tatsächlich ist das ganz einfach. Kabel einstecken und loslegen. Man kann dafür einen QR-Code scannen oder man benutzt die Shell Recharge App. Das ist innerhalb von Sekunden aktiviert und dann lädt es. Die Ladepunkte einen Zugriffsschutz, sprich kann das Ladekabel von anderen Personen abgezogen werden? Das Ladekabel kann nicht entfernt werden während des Ladevorgangs. Dieses sogenannte Interlock-System sorgt dafür, dass der Ladepunkt das Kabel festhält. Und wenn das Auto verschlossen ist, wird das Kabel auch auf der anderen Seite fest verriegelt, verankert, sodass das erst wieder, wenn das Auto aufgeschlossen wird, entfernbar ist. Mit was für einer Ladeleistung kann, also Stand heute, an einer umgerüsteten Laterne geladen werden? In Deutschland kommen 3,7 Kilowatt aus der Laterne einphasig. Das reicht aus, um über Nacht den täglichen Bedarf zu decken. Wie hoch ist der Ladeverlust im Vergleich zu einer herkömmlichen 230-Volt-Steckdose? Eigentlich müsste der ja geringer ausfallen, oder? Stimmt, der ist gering. Das hängt damit zusammen, dass der Ladepunkt darauf ausgelegt ist, dauerhaft einen höheren Stromfluss durchfließen zu lassen. Zum Beispiel die Kabelstärke ist
größer, der Umfang ist einfach größer. Eine sicherlich ungewöhnliche Frage, aber wem gehören eigentlich die Laternen? Also wer muss die Umrüstung in Auftrag geben? Ja, das ist auch unterschiedlich von Markt zu Markt, von Stadt zu Stadt. Teilweise den Stadtwerken, den Netzbetreibern, dem Bezirk. Das heißt, in Deutschland haben wir da viele verschiedene Stakeholder, die auch involviert sind, wenn es darum geht, Laternen umzurüsten zu Ladepunkten. Sprechen wir einmal ganz kurz über den Preis. Welchen Preis pro Kilowattstunde stellt sich Ubitricity für Nutzer der Laternenlader vor? Wir wollen natürlich, dass die Elektromobilität für alle zugänglich wird. Deswegen ist das Laternenladen besonders in Anwohnergebieten für die 40-60% in Städten Lebenden ohne eigenen Parkplatz, ohne eigene Garage, der Zugang zur Elektromobilität. Das heißt, es muss einfach sein, aber es muss auch erschwinglich sein. Einen festgelegten Preis für Deutschland haben wir noch nicht. Die Abrechnung erfolgt dann sicherlich auch ganz einfach, oder? Genau. Nachdem man den QR-Code gescannt hat, gibt man seine Kreditkarteninformationen ein. Nach dem Ladevorgang bekommt man eine E-Mail mit der Rechnung. Und in der Shell Recharge-App hat man auch übersichtlich seinen Verbrauch über den Monat verteilt. Da haben wir eine ganze Menge gelernt von der Nicole, oder? Das ist übrigens ein Bündelmastpfeiler. Habe ich auch gerade erst gelernt. Und dieses wunderschöne Exemplar, weil es hier Marktführer in Großbritannien ist, heißt Chelsea. Und ich mag persönlich Sachen ja mit Spitznamen. Und jetzt eine kleine Challenge an euch. Wer mir ein Video schickt, wo er 1000 Mal fehlerfrei Ubitricity sagt, der bekommt von mir höchstpersönlich, also der Erste, der bekommt ein kleines Geschenk von uns zugeschickt und ein Electric Drive Abo. So einfach sieht's aus. Also einfach ein Video schicken, 1000 Mal Ubitricity sagen und schon habt ihr von mir ganz persönlich ein Abo. Wie gesagt, der Erste, der uns eins zuschickt, einfach unten kommentieren. Der kriegt eins von mir. Ja, und wenn ihr weitere Fragen habt, dann einfach unten kommentieren. Wir geben die alle weiter. Und ich fand, das war richtig spannend. Ich habe eine ganze Menge gelernt. Und ich würde mir jetzt eigentlich nur noch wünschen, dass meine Straßenlaterne vor Ort auch umgerüstet wird. Denn dann könnte ich da auch endlich laden. Wo ladet ihr? Schreibt es uns in die Kommentare. Lasst uns gerne gemeinsam diskutieren. Bis zum nächsten Video. Ciao.